Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu City Skylines. In der letzten Folge haben wir uns, wenn ich mich nicht komplett irre, ein bisschen um den Verkehr gekümmert. Also hier steht auf jeden Fall Kreisel. Wir haben wieder extreme Müllprobleme, das nicht gut ist. Und das Problem ist auch, hier ist irgendwie sehr viel los. Also ich weiß jetzt nicht genau, was das Problem eigentlich ist, weil eigentlich sollten die ja alle unterwegs sein. Sehe ich das irgendwie? Also ich habe hier gerade ein Fahrzeug, wie es scheint, unterwegs. Ein Fahrzeug befindet sich hier irgendwo. Wo ist denn das? Hä? Oha, das fährt bis da hoch. Und da ist das Fahrzeug. Es fährt jetzt da hoch, um dort wieder umzudrehen, um hier runter zu fahren. Um in die Stadt zu fahren, durch die Ortschaft, durch und wieder zurück. Alles klar. Wie schaut's bei dir aus? What? Okay, wo fahren die hier? Ja, das ist alles eher so ortschaftlich besessen. besessen. Besetzt. Ich würde mal sagen, wir tun hier uns hier mal... Recycling-Sender gut und schön, aber erstens, ich sehe gerade nichts. Zweitens, wir weiten mal die Straße kurz um einen Block, damit wir den hier nach hier drüben setzen können. Oh Kacke, ich kann das ja gleich nicht umsetzen, ne? Oh. Dann setze ich die Straße schnell mal hier hin. Oh Kacke, das geht auch. Das gibt's nicht so. Und 1, 2, 3, wie nach oben. So. Aber dann bauen wir jetzt hier hinten das angesagte Viertel für den Abtransport von Sachen. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mal an mit zwei Müllverbrennungsanlagen. Oder wir machen gleich vier draus. Und zwei Recycling Center gegenüber. Die bauen natürlich eine Stromanbindung, haben sie. Ich glaube, Wasser ist eher gerade das Problem. Also sollte sich auch relativ schnell lösen. Und jetzt düst natürlich direkt mal hier unser Refahrzeuge los und werden sich auf den Weg machen durch die komplette Industrie. Doch hier sind 4 von 15 in Verwendung, hier sind 6 von 15 in Verwendung. Und jetzt sollte hoffentlich das Problem mit dem Müll dann auch gelöst werden. Aber das Scheiße mit dem Stau, das ist ganz schön nervig. Also ohne Scheiß, es geht hier eh jetzt verdammt flüssig. Also wenn ich mir das so anschaue. Ich weiß aber nicht, zwei Spuren. Also, die fahren hier wirklich. Die wollen ja auch alle nur nach da. Oh, was ist bei dem los? Kranke Bürger wegen Lautstärke oder was? Bürger fühlen sich aufgrund von Lärmbelästigungen im Viertel nicht allzu gut. Sorgen sich dafür. Es ist zu laut? Aber das ist doch gar nicht mal laut. Okay, vielleicht da, aber. Ich kann euch ja hier einen Park hinsetzen. Soll ich vielleicht die Industrie ein bisschen mehr separieren irgendwie? Wäre vielleicht gar nicht doof in dem nächsten Abteil. Dann setzen wir mal in die Ecke, da wo sie sich beschweren, parken. Dann müsst ihr halt ausziehen, ist mir so wurscht. Macht euch doch bestimmt happier. Alter, warum sind die so pisst? Wegen den Gebäuden hier, oder was? Okay, natürlich, die sind hier auch direkt am Adler, aber das ist natürlich, ja, lolle. Was ist das? Funk, bitte. Ach so, das ist die Funkabdeckung. Okay, was ist das? Katastrophenerkennung? Okay, das ist, Verkehrsrouten. Wie schaut es eigentlich aktuell mit dem Verkehr aus? Also, High Traffic, totale Eskalation. Ich überlege gerade, ob ich hier noch so eine Abfahrt reinmache. Das ist eine Idee, dass wir hier eine Abfahrt reinmachen.
Weil ich glaube, ein Teil will wirklich... Wir machen jetzt einfach mal nur eine Abfahrt. Nur so eine typische kleine Abfahrt von der Autobahn. So. Warum ist das so gebogen? Meine Güte. Wieso? Ja, lol. So. Hier vor und darüber. Also einfach ein Anschluss. Dann machen wir das zu einer vierspurigen. Einfach erweitern. So, zack. Und schon ist das hier schon mal wieder flüssiger. Weil natürlich gleich die ganzen, die in die Ortschaft wollen, alle hier raus können. Sind die auch schon wieder... Alter, die beschweren sich immer wieder. Müll... Alter, ich tue tonnenweise an Müll abführen. Das sollte funktionieren. Wir tun die jetzt auch mal hier auf Entleeren. Ist hier eine Ampel? Jetzt euer Scheiß Ernst, da bringt sich doch keine Ampel was. Hey, wir fahren dauernd nur Müllfahrzeuge, aber wir bauen eine Ampel ein. Weil wir haben es drauf. So, die wird jetzt entleert. Alter, das schaut sich schon wieder so an. Warum? Okay, die LKWs fahren ja aktuell noch hier rein. Die haben auch noch nicht wirklich einen Grund, außen rum zu fahren. Deswegen sollten wir uns mal darum kümmern, dass wir so viel Industrie wie möglich hier hinten haben, weil das ist natürlich hier Luxus-Industrie-Viertel. Ich würde mal sagen, wir erweitern jetzt einfach nach hinten jetzt mal, so ganz easy peasy. So, check, mäßig. Bis hier unten. Zack. Und zack. Ich würde sagen, dass dann hier nochmal irgendwo ein Abzweig reinkommt. So, hier. Bis hier. Oh, das geht ja wieder nicht. So, bis nach unten noch hier eine Straße ziehen. Zack. Jetzt müssen wir uns mal um den Strom kümmern, weil der steht hier ganz schön drin. So. Warum bist du... Wo habe ich denn hingebaut, bitte? So, Strom. Wir setzen dich hier so schön an der Straße entlang. Bis dahin. Dann ist nicht das doch unmöglich. Dann wird jetzt ums Wasser erweitert. So. So. Und dann... Auch noch irgendwie... Was ist bereit? Doch kein, ob der Ort belegt ist. Hier soll Industrie hin. Alter, da kann hier voll groß bauen. Wow. Sogar drei. Wow, ich habe schief gebaut. Das ist ganz Neues für mich. So, dann wird das hier auch einfach mal voll belegt. Jetzt kann ich hier nicht die komplette Industrie einfach aufbauen, während ich hier unten langsam die Industriegebiete entferne. Ich bin Assi. Und ich liebe es. Tralalala. Ich bin ein Assi und ich liebe es. Tralalala. So ganz langsam im Ferien, nicht auf einen Schlag alles weg. Das könnte man so einem kleinen Gewerbegebiet eigentlich vergleichen dann. Weil die wollen doch alle Gewerbe. Ja, warum setze ich dann hier unten nicht Gewerbe rein? Jetzt ist hier halt ein Gewerbegebiet. Den entlernen wir mal. Wir tun jetzt einfach mal so ein bisschen versuchen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Oder ob das Sinn ergibt. Aber natürlich, Industrie zu trennen ist ja mal klar, ist sinnvoll. Eventuell scheiße, wenn wir versuchen, die Fahrzeuge hier über die Straße zu... Obwohl, das geht echt gut. Lass mich raten, hier sind bloß wieder überall fucking Ampeln. Ich hasse es, wenn hier Ampeln installiert.
Ampeln, Ampeln weg, so. Wo fahren denn die hin? Was ist das, ein Meter? Nee, das ist ein... What? Aber scheint ja gut zu funktionieren. Das Riesenindustriegebiet steht jetzt. Und hier draus wird jetzt einfach mal ganz easy peasy Gewerbe. Ich glaube, dass wir jetzt dafür bei den Verkehrssachen ein bisschen Einbruch haben werden. Weil natürlich die jetzt hier nicht mehr so stark benutzt wird. Obwohl ich glaube, denke ich schon, dass die noch stark benutzt wird. ...1007 aktuelle Woche. Ja, das sollte passen. Also wir haben insgesamt 1, 2, 3 Linien aktuell. Oh, steigt wieder. 1014. Touristen 2 pro Woche. Ja, wir sind jetzt auch nicht unbedingt das Touristengebiet hier. Wir sind immer noch großteils auf unsere Bewohner ausgelegt. Wo es jetzt aber schaut, als ob wir auch der... Jawohl, wir haben jeden Stau auch beseitigt. Ja, so halb irgendwie. Ups. Der beschwert sich über nicht genügend gebildete Arbeiter. Hat das jetzt schon immer noch so unser Staupunkt Nummer 1 zusammen, weil alle irgendwie da rein wollen? Aber warum? Die fahren hier rein und drehen dann um. Weißt du was, dann tue ich hier einfach verbieten, dass die abbiegen. Ist mir scheißegal. Dann sollen die sich eine neue Route suchen. Also kein Abbiegen mehr gestattet und du hast auch kein Abbiegen mehr. Du fährst hier geradeaus, so fertig aus. Oh, jetzt. Okay. Die wollen alle hier rein und fahren dann wohin? Na, die fahren hier wieder zurück? Muss ich jetzt echt einen Kreisel installieren? Aber irgendwie ergibt mein Stadtbausystem aktuell keinen Sinn, wenn die so viel... Haben Sie bemerkt, dass die Stadt verlassene Gebäude hat? Oh mein Gott, so schlimm. Wie schaut es mit unserem Industriegebiet aus? Gut. Dann würde ich sagen, wenn wir hier mal so einen ganz großen Ortschaftsgebiet bauen, oder? Also wird in die Mitte wieder so eine Straße führen lassen. Also so irgendwie, ich weiß ja nicht, wo es jetzt... Wir wollen jetzt erstmal ausnommen. So, hier, richtig, also es soll richtig groß werden. So. Das wird das komplette Gebiet. Wow. Da hat es kurz geschlagen. Wie, wenn keine Toten abgeholt werden? Wo sind denn schon wieder Tote? Ah ja, hier unten. Unten. Interessant. Ich würde sagen, dass hier dann der Kreisel hinkommt. So circa irgendwie. Wir machen den 2-2 breit. In die Richtung 1. Die Richtung 1. Und dann brauchen wir hier eine dreispurige Straße. Aber in welche Richtung fahren die scheiß Autos hier auf der Straße? Vergesst sie, ich kann meine eigenes... Okay, bedeutet, der Kreisel muss in die Richtung gehen. Ja, ich habe sowas echt nicht drauf. Zack. Alter, ich hasse es, wenn hier die und diese scheiß Gewitter daherkommen. So. Ey, es ist wieder voll unterteilt, aber hey, scheiß drauf. Jetzt Ruhe mal da. Ich versuche aufzunehmen. Wieder hier so eine schöne Straße, ne? Muss ja sein. Noble City sind wir ja schon noch. Jetzt um diesmal davor alles designen, bevor es überhaupt an den Start geht, würde ich sagen. Schaut nicht. Es macht schon was her. Kreisel. Die Stadt wird gleich sehr interessant. Und es kriegt ja dann hier wieder ein eigenes Schienensystem und wird halt eins in der Mitte durchfahren lassen, was auch bis rüber zu der zu denen führt, wo ich vielleicht eine Feuerwehr etablieren sollte. So, Feuerwehr ist etabliert. Und
Das ist natürlich kacke. Die müssen jetzt bis runterfahren, umdrehen und wieder nach oben fahren. Ja, bis dahin fackeln die Gebäude sicherlich ab. Aber Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.